Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König möchte gerade alleine sein und will ungestört im Hintergrund bleiben. Die Königin dagegen will in die Öffentlichkeit treten, hat eine selbstbewusste Ausstrahlung. Ihre Wünsche geht auch zum Erfüllung und sie ist davon fest überzeugt. Der hübsche Prinz geht es viel besser. Er könnte mit der Vergangenheit endlich abschließen. Er zeigt auch mehr Offenheit und schreibt über seinen Gefühlen. Ja, die schöne Prinzessin bekommt bald eine Liebesnachricht. Es werden im Königreich einige Veränderungen geben. Und das nähert sich schon. Endlich bewegt sich alles in die richtige Richtung. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne bleibt heute unaspektiert, das heißt, der König möchte alleine sein. Mond bewegt sich in seine Umlaufbahn in den nähesten Punkt aus der Erde aus betrachtet und das heißt, unsere Wünsche werden wahr und das, was die Königin auch vertraut. Mars bewegt sich schneller als Neptun. Neptun ist auch rückläufig, das bedeutet, die beiden Planeten waren in einer Verbindung und sie entfernen sich. Und das bedeutet, der hübsche Prinz kann mit der Vergangenheit endlich abschließen. Es bildet sich heute ein Halbsextil zwischen Mond und Merkur und das heißt, es werden über Gefühle sprechen oder kommt eine Liebesnachricht. Es nähert sich auch eine Verbindung zwischen Mond und Uranus, eine harmonische Verbindung. Mond im Löwe, Uranus im Widder, das ist Feuerelement, endlich kommt einiges in Bewegung. Und bei diesem harmonischen Aspekt geht alles in die richtige Richtung. Und das war die Quelle für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.